Hallo, grüßt euch hier auf YouTube. Heute ein kleines Video zum Thema SRAM Access Schaltgruppen und die App dazu, was ich in der App alles einstellen kann. Wichtig vorab, ihr braucht diese App eigentlich nicht. Alle Access-Komponenten, Sattelstützen, Schaltwerke und funktionieren auch alle ohne diese App. Sie macht es nur ein bisschen smarter, sie macht es ein klein bisschen schöner. Aber die grundsätzlichen Sachen, die gehen auch ohne App, bis auf 2, 3, und die schauen wir uns einfach jetzt mal an. Wie immer neben mir habt ihr gerade mal die App drin und da können wir uns einfach mal nachschauen, was wir hier alles haben. Ich habe jetzt hier aktuell Sattelstütze und Schaltung in der Access-Ausführung und da können wir mal gucken, wie alles funktioniert. Die Komponenten, die sehen wir jetzt auch schon hier alle in der Übersicht. Einmal haben wir hier unser Schaltwerk, wo als Masterfunk gibt für die ganze Access-Schaltgruppen, und dann haben wir noch hier unsere Trigger und unsere Sattelstütze. Relativ simpel. Jetzt mal einfach mal die Sachen aus dem Schlaf erwecken, das heißt einfach mal geschwind einen Knopf drücken, dass die aufwachen, weil die kompletten Access-Komponenten, die gehen nach einer Weile, wenn sie stehen, einfach aus und gehen in den Schlafmodus über. Und somit sind sie gerade nicht erreichbar per Bluetooth, was ja auch logisch ist. So, und dann haben wir sie auch hier verfügbar. Ich muss die App halt einmal auf und nochmal zumachen, dass es dann wirklich kommt, aber das sieht man dann ja. Wir gehen auf Verbinden, dann konnektieren sich die Komponenten. Und dann sieht man auch schon, was wir haben. Einmal den Schaltwerk, das GX-Schaltwerk, und einmal der Akku, wie voll er noch ist aktuell, und die restlichen Komponenten, die wir alle am Bike haben. Also relativ simpel und übersichtlich. Wie gesagt, die App ist nur ein Add-on. Ihr braucht sie eigentlich gar nicht. Was man kann, ich kann natürlich am gucken, was habe ich für Komponenten am Bike, kann einfach gucken, was haben sie für Seriennummern und wie spielen sie zusammen. Ich muss natürlich auch ein einziges Mal in der App, wie üblich bei diesen Apps, einmal ein Konto anlegen bei SRAM und dieses Konto samt App verbinden, dass es funktioniert. Soweit so gut, habe ich schon alles soweit gemacht. Wenn ich jetzt gerade mal draufklicke auf mein Schaltwerk, dann macht er ein Firmware-Update, macht er mit allen Komponenten so. Und dann zeigt er mir hier auch noch an, wie die Feinabstimmung vom Schaltwerk ist. Diese Feinabstimmung der Gänge, gibt es ein separates Video noch drüber, über das Einstellen, macht man nicht in der App, sondern an der Hardware direkt. Ich brauche die App dafür eigentlich nicht. Ich brauche die App für ein Update zu machen, dafür ist relativ wichtig, das ist ganz klar. Und auch mal sehen, wie voll ist mein Akku eigentlich noch, wenn ich das möchte. Was ich aber in der App einfach so das allerwichtigste Feature finde, was drin ist, ich kann meine Schalter, meine Trigger am Lenker noch konfigurieren. Und das ist mega. Also ich kann einmal sagen, wo am Schalttrigger der Hoch- und Runterschaltknopf ist, den kann ich auch vertauschen, wenn ich möchte. Finde ich eine mega spannende Geschichte. Ich könnte sogar meinen Schalter von meiner Sattelstütze nehmen, könnte quasi sagen, links hochschalten am Lenker, rechts runter und rechts Sattelstütze bedienen. Je nachdem, wie ich das möchte, kann ich mich hier frei belegen. Finde ich echt spannend. Was ich aber am allerschönsten finde und wirklich mega finde, und in Einstellungen gibt es hier einen Punkt, da kann ich meine Schaltwippen konfigurieren und kann sagen, ob ich mit einem Klick einen Gang schalten möchte oder mit draufbleiben auf dem Schalttaste 2, 3 oder alle Ringe durchschalten möchte. Finde ich super spannend. Das heißt, ich habe quasi Schalttrigger, die ich ja vorher kaufen konnte, in verschiedenen Ausführungen, habe ich jetzt in einem Trigger drin. Finde ich super spannend. Ich kann quasi sagen, ich möchte nur in Eingang schalten pro draufdrücken oder ich möchte 3 Gänge auf einmal schalten, wenn ich den Knopf einfach halte, oder die ganze Reihe einmal durchlaufen lassen, gar nicht anhalten möchte und muss in den höchsten Gang, also ins leichtesten Gang schalten, so kann ich es auch dahingehend tun. Finde ich super, super spannend. Die Sache hat nur einen Haken. Deswegen warnt hier unten auch SRAM bei E-Bikes des Verschleißproblems von den Komponenten. Und das finde ich auch ein bisschen schwierig. Also wenn man durch das Spiel treibt, natürlich unsauber schält und natürlich unlast schält, kann man damit relativ schnell sich auch Ketten und sonstige Sachen ruinieren. Deswegen da ein ganz klein bisschen aufpassen. Aber ich finde es einfach cool. Ich kann meine Tasten hier in der App frei beprogrammieren. Das mache ich ein einziges Mal, wird übertragen auf die Schalter und dann brauche ich die App rein theoretisch nie mehr. Das gleiche gilt hier unten noch für die restlichen Komponenten. Ich kann die Software-Updates machen, wenn ich es möchte, wie auch immer. Und
Dann habe ich eine spannende Funktion, spannend ist Anführungszeichen, hier oben noch mein Zahnrädli, wo ich die kompletten Einstellungen von der App habe, wo ich meine Konnektivität zur Cloud habe, von SRAM zur Anmeldung und die Sprache. Natürlich, klar, macht alles Sinn, ist halt klassisch in so einer App einfach alles drin. Also rund um dieses SRAM-App für diese Access-Komponenten, ich brauche sie nicht zwingend, aber es ist schön, ich kann meine Taschen da damit belegen, was ich wohin haben möchte. Und ich kann auch die Funktion von Taschen einfach noch ein ganz klein bisschen ändern. Finde ich super spannend und ich kann Updates machen. Aber ich kann genauso auch sagen, wenn ich jetzt kein Technikfreak bin, dann mache ich die App ein einziges Mal aufs Handy, mache meine Installation, richte mein System ein, brauche die nie mehr danach und habe mein System für mich soweit eingerichtet. Geht genauso. Also finde ich genauso spannend und genauso cool. Also kann man sich jeder machen und wie man quasi sich das verlustig findet, finde ich einfach nur spannend. Soweit das Thema SRAM Access App, mal als kleiner Überflug, weil ich einfach denke, es macht Sinn, dass man einfach diese App auch mal gesehen hat. Und muss ich halt noch ein Bike anlegen, klar, obligatorisch. Und das war es dann aber auch. Wenn ihr noch Fragen habt zum Thema SRAM Access, Schaltgruppen, wird es noch ein Video geben mit euren Kommentaren, eure Fragen nächste Woche. Dann unten einfach reinhauen in die Kommentarfunktion, gucke ich mal nach, was wir aus diesen ganzen Fragen noch rausholen können an Infos. Wenn es euch gefallen hat, Abo da lassen, Like da lassen, Insta folgen und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Macht's gut und bis dann. Ciao.